Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Willkommen hier in der HDI Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen 1. FC Köln. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Wird's jetzt gefährlich? Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Cordoba. Und Schürrle. Einwurf, der Ball war draußen. Milivojevic. Schürrle jetzt. Flanke jetzt. Erstmal rausgefaustet. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Füllkrug. Gute Aktion. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Arne Meyer. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Und das ist der Ballverlust. So langsam wird es gefährlich. Da kommt die Flanke. Paulinho. Sieht gefährlich aus. Felix Klaus. Hereingabe jetzt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Cordoba. Den Ball will er nicht hergeben. Klasse, wie er dahin geht. Frühes Stören jetzt. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Waldemar Anton. Rani Khedira. Gieselmann. Paulinho.
Arne Meyer. Arne Meyer. Was macht er draus? Super dieses Zuspiel. Macht er gut. Ja, sie können erstmal klären. Tielemans. Sie kommen jetzt über außen. André Ayew. Und damit sind sie am Ball. Valencia. André Ayew. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Ecke kommt. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Erstmal geklärt. Paulinho. Er passt ihn auf den Flügel. Klasse Zuspiel. Flanke kommt nicht durch. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Gieselmann. Waldemar Anton. Korb. Khedira. Gieselmann. Paulinho. Gutes Tackling. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Waldemar Anton. Rani Khedira. Korb. Khedira. Waldemar Anton. Paulinho. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Milivojevic. Tielemans. Abwehr muss aufpassen. Schöner Pass. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Korb. Felix Klaus. Julian Korb. Der erste FC Köln mit dem Einwurf. Nun Schürrle. Jetzt haben sie den Ball verloren. Waldemar Anton. Gieselmann. Paulinho. Korb. Felix Klaus. Hereingabe. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Da können Sie erstmal klären. Korb. Khedira. Waldemar Anton. Córdoba. Milivojevic. Da kann er sich den Ball holen. Wir sehen das frühe Pressing. Arne Meyer. Valencia.
Andrew Ayew. Gieselmann. Paulinho. Arne Meyer. Felix Klaus. Jetzt eine gute Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Jetzt wird's gefährlich. Paulinho. Ja, könnte was werden. Da geht er gut in den Zweikampf. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Sie bleiben dran, auch wenn die Konterchance erstmal vergeben ist. Nun Schürrle. Cordoba. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Und jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ecke kommt in die Mitte. Den Ball hat er, ganz souverän. Felix Klaus. Jetzt wieder der erste FC Köln am Ball. Unaufhaltsam. Ballverlust. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt vielleicht. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Die Flanke war richtig gut, leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Jetzt der Ballverlust. Oh. Arne Meyer. Ball läuft da gut jetzt. Nee, da kommt keiner dran. Felix Klaus. Oh. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Felix Klaus. Da ist die Chance für die Flanke. Das wäre fast die Ecke gewesen. So gibt's Einwurf. Arne Meyer. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Felix Klaus. Julian Korb. Flanke jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Iheanacho. Milivojevic. Sie erhalten den Einwurf. Dan Donka. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ball an den kurzen Pfosten. Die Flanke hat er. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Waldemar Anton. Korb. Erneut so ein hervorragender Pass. Gieselmann. Paulinho. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Korb.
Gieselmann. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Gibt Einwurf. Felix Klaus. Korb. Sie verlieren den Ball. Sie bekommen den Abstoß. Der AC Florenz hatte das Rennen um ihn gemacht und hat sich seine Dienste gesichert. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Arne Meyer. Korb. Waldemar Anton. Gieselmann. Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Ja, Nacho. Luka Milivojevic. Gute Aktion. Kelechi Iheanacho. Eckball, gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Jetzt der Eckball. Sie bekommen den Einwurf. Rani Khedira. Auf außen ist jetzt Platz. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Andrew Ayew. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Milivojevic. Flanke an den kurzen Pfosten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Da ist jetzt Platz. Da kommt die Hereingabe. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Thielemans. Milivojevic. Córdoba. Guter Vorstoß, kann was werden. Valencia. Korb. Felix Klaus. Arne Meyer. Niklas Füllkrug. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Was macht er draus? Jetzt vielleicht die Flanke. Macht er gut. Jetzt ist es gefährlich. Super Aktion, gut geklärt. Paulinho. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter.
Der Angriff könnte was werden. Füllkrug. Das ist noch gefährlich. Ah, klasse geklärt. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Ja, Nacho. Ja, da ist Platz jetzt. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Cordoba geht gleich mit dem nächsten Einwurf weiter. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. John Cordoba. Das war dann doch deutlich drüber. Der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. John Cordoba. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Oh, das könnte was werden. Er ist noch heiß. Paulinho. Ja, könnte was werden. Paulinho. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Arne Meyer. Julian Korb. Da kommt die Flanke. Erstmal geklärt. Rani Khedira, Gieselmann, Paulinho, Arne Meyer, Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gefährlich! Da verlieren sie den Ball. Oh, sie stören früh. Füllkrug. Niklas Füllkrug. Guter Einsatz hier auf Außen. Cordoba. Nee, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Super Timing, da kommt er raus und hat den Ball. Eine ganz starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. Gieselmann. Khedira. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Dan Donker. Hector. Schürrle. Die Verletzung scheint doch jetzt vielleicht. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Arne Meyer. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel.
Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Dan Donker. Und Schürrle. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Korb. Paulinho. Sauber vom Ball getrennt hier. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle.